Mit Forsaken hat Bungie einiges richtig gemacht. Das DLC ist eingeschlagen wie eine kleine Bombe und für Destiny-Spieler gibt es seit jeher wieder jede Menge im Endgame zu tun. Morgen ist es endlich soweit und mit der schwarzen Waffenkammer erscheint der erste Premium-DLC für Besitzer des Destiny 2 Jahrespass. Wie ihr wisst nicht so recht, was mit diesem Premium-DLC auf sich hat. Kein Problem, dann fasse ich die wichtigsten Inhalte zur Black Armory nochmal für euch zusammen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um einen Premium-Inhalt. Nicht alle Spieler können also in die schwarze Waffenkammer. Ihr benötigt dafür Destiny 2 inklusive aller DLCs bis Forsaken und eben den Jahrespass. Dieser versorgt euch bis August 2019 mit neuen Mini-DLCs inklusive Premium-Extra-Content. Es richtet sich vor allen Dingen an die Spieler, die Destiny 2 zu ihrem Hobby machen wollen und einfach mehr Zeit als andere in das Spiel stecken möchten. Die schwarze Waffenkammer macht dabei den Anfang und bereits morgen am 4. Dezember kann es losgehen. Im Black Armory erwarten euch neben neuen Triumphen und Lore-Büchern natürlich auch exklusive Ausrüstungsgegenstände und neue Waffen. Darunter auch neue exotische Waffen, die alle einem Haus mit Nationalität bzw. Herkunft zugeordnet sind. Denn mit dem neuen DLC wird Bungie die Schmieden einführen. Es werden allerdings nicht alle Schmieden von Anfang an verfügbar sein. Den genauen Zeitplan für diese Schmieden habe ich euch hier mal eingeblendet. Wer mehr über deren Perks und Herkunft wissen will, sollte bei Anima, dem YouTuber der Destiny Infobase, vorbeischauen, denn dort hat er ein extra Video dazu gemacht, welches ich euch in der Beschreibung noch einmal verlinkt habe. Also Anima und Destiny Infobase unbedingt abchecken. Als neue exotische Waffe kommt das Scharfschützengewehr mit 4 Schussmagazin in Sanagis Börde. Ein neuer hübscher Bogen, der Monarch. Das Fusionsgewehr bzw. der Fusionsgewehr-Handschuh Yetun. Anarkai, der Granatwerfer, der die Geschosse an der Oberfläche haften lässt. Und als Kirsche obendrauf darf ich heute endlich offiziell verraten, dass mit der schwarzen Waffenkammer die exotische Handfeuerwaffe das letzte Wort zurückkehren wird. Für Fans von Destiny 1 ist dies sicherlich eine extrem erfreuliche Nachricht. Bungie hat diesen Fakt offiziell bestätigt und ihr werdet diese in einer neuen exotischen Quest namens Die Verlockung erhalten. Puh, jetzt ist es endlich raus. Schön, dass ich es endlich sagen durfte. Das ist die Art von Information, die auch schon mal schnell einen kleinen Krieg auslösen kann. Neben den neuen exotischen Items und den Triumphen bringt der Premium DLC aber noch 2 ganz grundlegende neue Sachen ins Endgame von Destiny 2. Die High-Level-Aktivität Lost Forges und den neuen Raid Scourge of the Past. Zu Lost Forges möchte ich gar nicht zu viel verraten, denn dazu gibt es ab jetzt ein extra Video auf meinem Kanal, welches sich explizit damit beschäftigt. Hierbei zeige ich euch auch erstes Gameplay zu diesem Modus, den ihr morgen dann bestaunen könnt. Das habe ich von der Destiny Infobase bekommen, denn der gute Andreas war selbst bei einem Event von Activision vor Ort und hat daher dieses Gameplay-Material bekommen. Vielen Dank also nochmal an dich und an die gesamte Destiny Infobase, wo ich ja selbst auch Redakteur bin, und der Hinweis, schaut dort vorbei. Es handelt sich hierbei prinzipiell um eine neue Endgame-Aktivität, die in den Schmieden stattfindet, die nach und nach bis Januar 2019 alle verfügbar sein werden. Am Anfang ist eben eine Schmiede verfügbar. Lost Forges ist eine 3-Spieler-Aktivität mit Matchmaking und richtet sich explizit an Spieler mit hohem Power-Level. Unter Power 600 solltet ihr diese Aktivität nicht starten. Geht zwar, ist aber nicht empfohlen.
Prinzipiell handelt es sich dabei um Wellenkämpfe, die ihr gegen Gegner bestreitet, und eine kleine Herausforderung kommt da noch dazu. Ihr bekommt nämlich ein gewisses Relikt, was ihr dann auch noch hin und her werfen könnt auf die Schmiede, beziehungsweise die Schmiede damit aufladen könnt. Aber wie gesagt, checkt bitte mein neues Video zu diesem Modus. Richtig spannend wird es dann ab diesem Freitag, dem 7. Dezember, mit dem neuen Raid. Das Power Level wird ab morgen auf 650 angehoben und Scourge of the Past liegt mit 640 nur 10 Level unter der maximalen Grenze. Ihr dürft also Großes erwarten. Viele haben sich vorgefragt, ist das nun ein neuer Raid oder Raid-Trakt? Die Antwort liegt wie so immer in der goldenen Mitte. Faktisch gesehen haben wir es hier mit einem neuen Raid zu tun und Bungie kommuniziert dies auch so. Scourge of the Past soll laut den Entwicklern kleiner werden als der letzte Wunsch, aber größer als die Raid-Trakte, Weltenverschlinger und Sternenschleuse. Wir bekommen hier also einen komplett neuen Schauplatz und keine Erweiterung der aktuellen Raids, die es schon gibt. Auf diesen Dächern gilt es, euren neuen Kampf im Raid mit euren Freunden oder eben Raid-Kameraden zu bestreiten. Und auf den Hochhausdächern erwarten euch actionreiche Kämpfe gegen eure Feinde und ihr müsst euch nach und nach euren Weg nach vorne bahnen. Als Vergleich nennt Bungie hier das Erwachen des Eisernen Lords und der Zorn der Maschine, diese beiden Raids eben. Unsere Gegner werden vermutlich die Gefallenen sein, da dies bereits aus dem Datenbankeintrag hervorgegangen ist. Wahrscheinlich wird es sich hier aber um eine neue Art bzw. ein anderes Haus der Gefallenen handeln. Und ihr könnt euren Sparrow in diesem Raid benutzen. Na, das wird doch mal lustig. Sparrow fahren auf dem Hochhausdach. Los geht es dann am Freitag, den 7. Dezember um 18 Uhr und es wird ebenfalls wieder ein offizielles World First Rennen geben. Ihr solltet allerdings ein Power Level von 640 aufbringen können. Wie bereits erwähnt, ist das neue Level Cap 650 und somit kann man daraus schon schließen, dass Scourge of the Past einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad mit sich bringen wird. Es gibt keine Mindestvoraussetzungen, jedoch erfolgt das Betreten des Raids unter dem empfohlenen Power Level natürlich auf eigene Gefahr. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was bei Destiny 2 aktuell so abgeht. Ich werde demnächst eine Videoreihe starten, die sich mit dem Gameplay, mit dem Endgame-Content, mit der Story und, mit all den Sachen befassen wird, die sich im Laufe der Zeit mit Forsaken und vielen anderen Sachen in Destiny geändert haben. Da werde ich ein neues Licht drauf werfen. Ich würde mich also freuen, wenn ihr abonniert, um dran zu bleiben und nicht zu verpassen. Daumen nach oben. Um das Ganze einfach nochmal zu honorieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht was draus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krangus.